Dr. McWheely. Dr. McWheely und Robby nehmen ein altes Auto auseinander. Die Teile, die sie noch verwenden können, haben sie abmontiert. Jetzt kann das Auto auf den Schrottplatz gebracht werden. Hallo, Abschleppwagen? Wir brauchen deine Hilfe. Robby, möchtest du auch mal einen Schrottplatz sehen? Ja, natürlich möchte er. Abschleppwagen, du kannst das alte Auto mitnehmen. Das ist eine Altmetallverarbeitungsanlage. All die Autos hier sind Schrott. Sie werden zu neuem Metall verarbeitet. Robby, hier ist unser Auto. Dieser riesige Kran hebt die Autos mit Hilfe eines Elektromagneten an und befördert sie in den Schredder. Innen werden die alten Autos geschreddert. Und dann wird das Altmetall eingeschmolzen. Jetzt ist das Auto aus Dr. McWheelys Werkstatt an der Reihe. Oh, der Elektromagnet funktioniert nicht. Mal sehen, woran das liegt. Was ist mit dem Elektromagnet nicht in Ordnung? Das sind Sicherungen. Siehst du das rote Licht? Eine der Sicherungen ist rausgeflogen. Der Hebel muss hoch. Der Elektromagnet funktioniert wieder. Und er hat Robby hochgehoben. Aber nein, wir wollen nicht, dass Robby zu Altmetall verarbeitet wird. Lass ihn wieder runter, Dr. McWheely. Na also. Jetzt können wir das lilafarbene Auto in den Schredder schicken. Mal sehen, wie er arbeitet. Zwei große Schneideblätter zerkleinern die alten Autos. Der große graue Magnet zieht die Metallteile an. Und ein Laufband befördert sie dann in einen Schmelzofen. In diesem Container wird das Metall geschmolzen und in Formen gegossen.
Wenn das Metall abgekühlt ist, fällt es in Form eines Barren aus der Gussform raus. Hier gibt es viele solcher Barren. Daraus können neue Autos gemacht werden. Das ist interessant. Findet ihr nicht auch? So, es ist Zeit, Tschüss zu sagen. Dr. McWheely. Das ist Dr. McWheelys Werkstatt. Und sie ist natürlich auch da. Oh, sie hat eine Nachricht bekommen. Und von wem? Von einem roten Auto. Es hat keinen Treibstoff mehr. Es steckt deshalb im Parkhaus fest. Auf der roten Ebene. In der Parkbucht mit dem Buchstaben A. Wir helfen dem Auto und bringen ihm Treibstoff. In diesem Kanister ist Treibstoff drin. Ab ins Parkhaus. Das mehrstöckige Parkhaus befindet sich in der Stadtmitte. Es muss ein großes Gebäude sein. Wo es wohl ist? Sind wir da? Ja! Das ist aber ein großes Parkhaus. Dr. McWheely, lass uns das Auto suchen. An der Wand hängt ein Plan. Prima! Die rote Parkebene ist in der vierten Etage. Da befindet sich die Parkbucht mit dem Buchstaben A. Na dann los! Du musst die Rampe hochfahren. Weiter, weiter, weiter. Wir sind in der zweiten Etage. Oh, die Rampe, die in die dritte Etage führt, ist gesperrt. Kein Problem, es gibt einen anderen Weg. Wow, ein Aufzug speziell für Autos. Damit können wir hochfahren. Die vierte Etage. Wegen Reparaturarbeiten gesperrt. Hier können wir nicht raus. Lasst uns hochfahren. Die fünfte Etage. Wenn wir die Rampe runterfahren, sind wir da.
Die Parkbucht mit dem Buchstaben A ist auf dieser Seite. Es ist nicht mehr weit. Hier ist die Rampe. Dr. McWheely fährt in die vierte Etage. Und da ist auch schon das rote Auto. Es hat in der Parkbucht A geparkt. Auto, wir haben Treibstoff mitgebracht. Mach den Tankdeckel auf. Fertig. Im Kanister war aber nicht viel Treibstoff. Du musst zur Tankstelle fahren. Ich zeig dir den Weg. Fahr mir nach. Das ist die Ausfahrt des Parkhauses. Die Tankstelle ist gleich da vorne. Immer geradeaus. Tschüss, Dr. McWheely. Bis zum nächsten Mal. Dr. McWheely. Der Rasenmäher fährt über das Fußballfeld. Er mäht den Rasen. Bald findet hier ein Fußballspiel statt. Oh je, der Rasenmäher ist über einen Stein gefahren. Jetzt schneiden seine Messer nicht mehr das Gras. Er kann den Rasen nicht mehr mähen. Rasenmäher, leere deinen Grasbehälter und fahr zu Dr. McWheely. Hallo, Dr. McWheely. Oh, schaust du Fußball? Hallo Rasenmäher. Was ist denn passiert? Funktioniert etwas nicht? Ich schau mir dich mal genauer an. Außen scheint alles in Ordnung zu sein. Es ist nichts kaputt. Jetzt werfen wir einen Blick unter die Motorhaube. Das ist der Motor. Sieht doch ganz neu aus. Man sieht nicht einen Ölfleck. Das Problem muss woanders liegen. Schauen wir uns mal den Grasbehälter an. Ein Metallteil. Was das wohl ist? Jetzt kontrollieren wir die Schneideblätter. Das ist sozusagen das Werkzeug des Rasenmähers. Diese runde Abdeckung sieht wie ein Topf aus, oder? Oh, unter einem der Schneideblätter ist ein Stein eingeklemmt. Wir müssen ihn entfernen, sonst können sich die Schneideblätter nicht drehen. Na also,
Schaut mal, eines der Schneideblätter ist abgebrochen. Ein Schneideblatt allein genügt nicht. Aha, das ist das Teil, das Dr. McWilly im Grasbehälter gefunden hat. Prima, es passt. Lasst es uns ankleben. Oh, es klebt nicht fest. Vielleicht sollten wir es mit einer Leine festbinden. Mal schauen, ob's hebt. Oh, das war wohl nix. Und was jetzt? Versuchen wir doch, das Teil anzuschrauben. Wir nehmen ein kleines Metallblättchen und befestigen es mit Schrauben. Es funktioniert! Die Schneideblätter legen wir wieder in die Abdeckung. Jetzt noch unter dem Rasenmäher befestigen. Wir haben den Rasenmäher repariert. Jetzt kannst du den Rasen fürs Fußballspiel vorbereiten. Zum Glück ist der Rasenmäher noch rechtzeitig fertig geworden. Danke, Dr. McWilly. Dr. McWilly. Schaut mal, das Haus brennt. Das ist ein Fall für die Feuerwehr. Mit Wasser und Schaum können Sie das Feuer sicher löschen. Oh je, eine der Spritzen funktioniert nicht richtig. Es kommt nur noch Wasser raus, aber kein Schaum. Bei einem großen Feuer ist nur Wasser nicht genug. Wir müssen zu Dr. McWilly gehen und die Spritze reparieren lassen. Das ist ihre Werkstatt. Hier repariert sie Autos. Da ist ja Dr. McWilly. Hallo Feuerwehrauto, was gibt's denn? Aus deiner Spritze kommt nur Wasser, aber kein Schaum? Mal sehen, woran das liegt. Von außen her scheint alles in Ordnung zu sein. Was ist in diesen Fächern? Eine Schaufel, ein Brecheisen, eine Axt, eine Zange und ein Wasserschlauch. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Auf dem Dach des Fahrzeugs ist eine ausfahrbare Leiter. Damit können die Feuerwehrmänner an hohe Stellen gelangen. Das ist die Spritze, aus der eigentlich Schaum kommen müsste. Sie funktioniert auch. Lasst uns einen Blick auf den Wassertank und den Tank mit der Schaumlösung werfen. Hier sind die Tanks. Mal sehen, wie sie funktionieren. Das ist der Wassertank. Und das ist der Tank mit der Schaumlösung. Wenn der kleine Motor in Betrieb ist, fließt das Wasser durch das Rohr zu der Wasserspritze. Und dieser kleine Motor sorgt dafür, dass die Schaumlösung zur Spritze gelangt.
Wenn sich die Lösung mit dem Wasser vermischt, entsteht Schaum. So müsste es eigentlich funktionieren. Aber der Motor, der die Lösung in das Rohr bringen sollte, ist kaputt. Hier haben wir eine Art Propeller. Aber einige Klingen sind abgebrochen. Deshalb kann er sich nicht drehen. Lasst uns die Teile der gebrochenen Klingen rausnehmen. Mal sehen. Er dreht sich wieder. Doch die Lösung fließt zu langsam. Lasst uns einen neuen Propeller einbauen. Genau so. Motor starten. Prima. Schaut mal, so viel Schaum. Da bekommt man wirklich Lust reinzuspringen. Ui, super. Jetzt kann das Feuerwehrauto wieder Schaum spritzen. Und wir bauen das Fahrzeug wieder zusammen. Die Garage ist auch wieder sauber geworden. Feuerwehrautos sind sehr interessante Fahrzeuge. Jetzt kann es wieder gehen und Feuer löschen. Das hast du gut gemacht, Dr. McWheely. Bis zum nächsten Mal. Dr. McWheely. Das ist Dr. McWheelys Werkstatt. Da kommt ein ganz schmutziges Auto. Mal sehen, was dem Auto fehlt. Es hätte besser in die Waschanlage fahren sollen. Das Auto sagt, dass es früher immer schön geglänzt hat. Es war ständig unterwegs, bei Regen und Schnee. Aber es war regelmäßig in der Waschanlage. Eines Tages ging der Schmutz aber nicht mehr ab. Kannst du dem Auto helfen, Dr. McWheely? Wir müssen dich erstmal waschen. Noch ein Stück. Stopp. Als erstes spritzen wir dich mit Wasser ab. Und jetzt schäumen wir dich ein. Mal sehen, ob du dann sauber wirst. Das Auto ist immer noch schmutzig. Das ist also gar kein Schmutz. Das ist Rost. Autos werden aus Metall gemacht. Und Wasser, auch Regen, kann Metall zum Rosten bringen. Wir müssen den Rost entfernen. Wir entfernen die Räder. Ebenso die Motorhaube und die Türen. Diese Teile werden separat bearbeitet und lackiert. Die Scheinwerfer und den Kühlergrill müssen wir nicht lackieren, denn sie sind nicht verrostet. Die Rückleuchten entfernen wir auch. Die sind in Ordnung. Jetzt können wir loslegen. Das ist ein Sandstrahler. Damit können wir den Rost und die alte Farbe entfernen. Der Sandstrahler erzeugt einen starken Strahl aus Sand und Luft.
So kann der Rost entfernt werden. Der Tank wird mit Sand gefüllt. Und durch den Schlauch wird Luft in den Tank und den Mischapparat geblasen. Das Luft- und Sandgemisch kommt als starker Strahl aus der Sprühpistole. Zeit, sich an die Arbeit zu machen. Schaut mal, der Rost und die alte Farbe verschwinden. Fertig. Jetzt können wir das Auto lackieren. Aber zuerst müssen wir uns eine Farbe aussuchen. Wie wäre es mit Orange? Sehr schön. Jetzt montieren wir auch die restlichen Teile. Neue Räder. Motorhaube. Kühlergrill. Frontscheinwerfer. Rückleuchten. Und die Türen. Das Auto sieht wieder aus wie neu. Auto, die Reparatur ist erledigt. Du kannst dich wieder auf den Weg machen. Dankeschön, Dr. McVeely. Bis zum nächsten Mal.